Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten heute in erster Lesung den Entwurf des Finanzaufsichtsrechtsergänzungsgesetzes. Das Gesetz besteht aus zwei Teilen, das haben wir gehört. Der erste Teil, da geht es darum, Immobilienblasen zu vermeiden. Dazu ist bereits viel gesagt worden. Ich verweise da, was die Position der CDU-CSU angeht, auf das, was meine Kollegin Antje Tillmann vorhin gesagt hat. Ich werde mich also auf den zweiten Teil konzentrieren. Dabei geht es um die nationale Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Hier wollen wir die Rechtsunsicherheiten und Probleme beseitigen, die im Zuge der Umsetzung Anfang 2016 entstanden sind. Seit September letzten Jahres befasse ich mich als Berichterstatter meiner AG Finanzen mit diesem für die Kreditvergabe wichtigen Thema. Auch wenn die Grünen, Frau Maisch hat es gerade gesagt, sie haben nur einige Anfragen erreicht. Mich haben sehr viele Anfragen erreicht und ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen hier im Hause auch. Kollege Dr. Trost von den Linken sogar nickt. Aber vielleicht trauen den Grünen ja nicht so viele dazu, eine gute Lösung zu erzielen. Sicherlich wurden auch viele von Ihnen also angesprochen auf die bestehenden Probleme in den Wahlkreisen. Oft ging es darum, dass Menschen Kredite versagt wurden, oft auch mit Verweis auf die Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Es ist daher richtig, dass wir als Gesetzgeber eingreifen, dass wir Rechtssicherheit herstellen und dass wir das Gesetz nachbessern, denn hier ist Nachbesserungsbedarf. Zunächst aber ein Blick zurück. Im März letzten Jahres ist das Gesetz in Kraft getreten. Bereits kurz darauf gab es jede Menge Kritik an der nationalen Umsetzung. Was wurde kritisiert? Das deutsche Gesetz würde viel weiter greifen, als die europäischen Regelungen es erfordern und vorsehen. Dazu kommt eine Rechtsunsicherheit durch viele unbestimmte Rechtsbegriffe im Gesetzestext. Dazu gleich mehr. Junge Familien und ältere Menschen hatten vielfach Probleme, einen Kredit für eine Wohnimmobilie zu bekommen. Ich sage sehr deutlich, wir als Union, wir wollen, dass gerade auch junge Familien und ältere Menschen ein Eigenheim erwerben oder es altersgerecht umbauen können. Und deshalb hätten wir uns auch gewünscht, dass Heiko Maas als der zuständige Bundesminister hier schneller reagiert hätte. Es sah eine Weile so aus, dass Senioren und Familien zu Verlierern dieser Regelung werden könnten. Viele, auch CDU, CSU, haben nach Inkrafttreten des Gesetzes auf die Probleme hingewiesen. Jetzt geht es mit der Lösung endlich voran. Und wenn man sich den Paragraphen 505b mal ansieht, und Herr Staatssekretär Kelber hat ja gerade darauf auch Bezug genommen, hat gesagt, Unsicherheiten bei einigen Banken, hat das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und da muss ich sagen, wenn die Regelung so toll ist, dann frage ich Sie, warum bessern wir denn dann nach, wenn die Regelung so toll ist? Und wenn man dann mal in den Gesetzestext schaut, dann können wir uns ja mal überlegen, ob das so schlau ist. Dann zählen wir mal die unbestimmten Rechtsbegriffe. Hier wird davon geredet, dass auf Grundlage notwendiger, ausreichender, angemessener Informationen zu Einkommen, Ausgaben und anderen finanziellen und wirtschaftlichen Umständen des Darlehensnehmers eingehend zu prüfen ist. Da wird von Angemessenheit geredet, von Relevanz, von voraussichtlich. Alles das sind unbestimmte Rechtsbegriffe. Und da muss man auch mal selbstkritisch sein. Das hätte ich mir auch von Ihnen gewünscht, Herr Kelber, und sagen, da ist eine Regelung nicht so gut gemacht worden. Ich verweise da auf die Kollegin Tillmann, die ja gesagt hat, das ist keine gute Regelung gewesen, da haben wir auch Fehler gemacht. Das muss man aber auch offen zugeben. Aber ich möchte auch die gute Zusammenarbeit erwähnen, nämlich mit den Finanzpolitikern unseres Koalitionspartners, die sicherlich auch da Überzeugungsarbeit intern geleistet haben. Ebenso bei Kollegen Dr. Heck aus der AG Recht für die gute Zusammenarbeit. Das alles dürfte dazu beigetragen haben, dass wir heute die Nachbesserung in erster Lesung beraten und sicherlich bis März dann beschließen können. Aber nun zu den wesentlichen Details des Gesetzentwurfs. Wir stellen klar, dass bei der Finanzierung für den Bau oder die Renovierung des Eigenheims wieder maßgeblich auf den Wert der Immobilie abgestellt werden darf. Damit korrigieren wir, dass die Ausnahmeregelung der EU-Richtlinie bislang nicht ins deutsche Gesetz Einfluss gefunden hat. Wir wollen, dass Seniorinnen und Senioren auch dann in ihrem Eigenheim wohnen bleiben können, wenn sie mal finanzielle Mittel brauchen, zum Beispiel für eine Renovierung oder für einen barrierefreien Umbau. Es ist daher richtig, dass der Wert der Immobilie bei der Kreditwürdigkeitsprüfung berücksichtigt wird, und zwar in starkem Maße. Und das stellen wir nun im BGB und im KWG hiermit klar. Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir Leitlinien zur Kreditwürdigkeitsprüfung bekommen. Dazu wird es zeitnah eine gemeinsame Rechtsverordnung von Finanzministerium und Justizministerium geben. Die Leitlinien sollen weitere
Rechtssicherheit herbeiführen. Es gibt dazu auch noch offene Fragen, die werden wir im Verfahren klären. Die beteiligten Ministerien haben zugesagt, dass wir den Entwurf bis zur Anhörung vorliegen haben. Das ist wichtig, weil Gesetz und Verordnung natürlich eng ineinander greifen sollen. Wir müssen auch einige Fragen noch klären. Die Frage der Anschlussfinanzierung, Kollegin Tillmann hat es gerade erwähnt, werden wir klären, ob eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung dabei wirklich stattfinden muss oder ob es nicht reicht, wenn der Kreditbetrag deutlich erhöht wird. Ob es dazu einen gesetzgeberischen Spielraum gibt, werden wir EU-rechtlich noch beantwortet bekommen müssen. Und auch die Themen Immobilienverzehrkredite, aber auch, Herr Dr. Schick hat es gerade unter anderem angesprochen, das Thema gekoppelte Produkte werden wir uns noch einmal im Detail näher ansehen. Ich gehe mit Zuversicht, aber auch mit dem gebotenen kritischen Blick in die anstehenden parlamentarischen Beratungen. Am Ende der Beratung muss eine Lösung stehen, die für mehr Rechtssicherheit sorgt, die aber auch gleichzeitig den Bogen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung eben nicht überspannt. Hier muss eine Lösung nämlich her, die gerade jungen Familien den Weg in die eigenen vier Wände erleichtert und die älteren Menschen die Sanierung ihres Eigenheims ermöglicht. Dafür setzen wir uns, CDU/CSU, ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Hauer. Nächste Rednerin, Sarah Wiglewski für die SPD-Fraktion.